ist wieder Hannelore Drews von der Hobby Company aus Quickborn und heute wieder mit dem Basteltipp der Woche. Im letzten Workshop haben wir so eine Tüte gemacht und wir stehen ja kurz vor Ostern. Ja, es ist eigentlich nicht nur eine Ostertüte, sondern du kannst es auch fürs ganze Jahr nehmen. Wusstest du eigentlich, dass wir auch fertige Tüten haben? Also das ist eine unserer fertigen Tüten, ohne Inhalt und Deko natürlich, die du im 10er-Pack kaufen kannst. Also für alle, die ja vielleicht mal so kleine Tüten brauchen, wir haben die in verschiedenen Ausführungen. Also das ist hier so eine Pergamenttüte. Aber okay, wir haben auch diese fertige Tüte verwendet. Du kannst aber auch diese Leckereitüte mit den Framelits machen für die Big Shot, falls du eine Big Shot hast. Also auch das geht wunderbar. Und die Idee ist vom Artisan-Team von Stampin' Up und speziell von Amy O'Neill. Also das ist eine ganz super Idee und wie ich finde, man kann es fürs ganze Jahr nehmen. Aber ich zeige dir mal, wie wir das gemacht haben. Für das Ostergras in der Tüte haben wir einfach unsere Fransenschere verwendet und ein Stück Farbkarton damit geschnitten, wie du das in dem Video auch sehen kannst. Anschließend wird es zerknüttelt und in die Tüte gesteckt. Hier wird das Glitzerklebeband mit einem Fingerschwämmchen eingefärbt. Und hier siehst du, wie das süße Schaf liebevoll und voll konzentriert aufgeklebt wird. Die kleine Abendgruppe war sehr kreativ und jeder hatte eine andere Farbe. Guck dir das an, was für tolle Ergebnisse dabei rausgekommen sind. Also verwendet haben wir einmal hier als hier im Hintergrund einen Tag. Da kannst du entweder den gewählten Anhänger oder die elegante Stanze verwenden. Das ist ganz egal, bleibt dir überlassen. Dann ist das Ganze geprägt mit dieser Prägeform Schneeflocken, heißt sie, glaube ich. Ich schreibe es nochmal rein. Für die Big Shot. Also sieht auch wunderschön aus. Und der Stempel, das ist unser Easterlamm. Einmal aufgestempelt, ausgestanzt in einem Kreis und nochmal so ein bisschen koloriert. Auf dem Stempel ist hier Happy Easter. Das haben wir nochmal extra oder beziehungsweise gestempelt. Das kann man dann einfärben mit den Markern oder eben vorsichtig mit dem Stempelkissen und abschneiden und nochmal draufkleben. Darunter haben wir so ein kleines Deckchen. Das ist eine unserer Holzklammern. Und in der Celebration-Aktion gibt es diese tollen Glitzer-Motivklebebänder, Washi-Tape. Und da haben wir das Weiße genommen und das Ganze mit einem Fingerschwämmchen ein bisschen eingefärbt. Und schon haben wir das so in, ja, glitzerig. Ja, und sie ist ganz schnell gemacht und ich finde, du kannst sie fürs ganze Jahr nehmen. So, und die meisten haben bestimmt so einen Aktenvernichter. Und wenn du also mal etwas mehr oder das Ostergras brauchst oder es darf gerne etwas gröber sein, dann nimmst du einfach deinen Aktenvernichter. Es eignet sich einmal unser Farbkarton natürlich und auch, wenn es etwas dünner sein soll, unser Baumwollpapier. Ja. Und schon habe ich so ein Papier, wie ich es brauche. Ja, wie sieht das Ostergras dann aus, wenn es zerknüttelt ist? Oder aber, also so, und dann wird es einfach wirklich so richtig in den Händen geknüttelt und
gedrückt. So, und wenn du denkst, es ist okay, du hast vielleicht so ein großes Körbchen hier und möchtest das passende Ostergras dazu haben, also du siehst, es ist gar kein Problem. Ja, ob du nun ein Körbchen machst oder eben so eine tolle Tüte für Ostern oder für eine andere Gelegenheit, es ist schnell gemacht und ist total toll. Also, das war's jetzt aus Quick Point.